Wie gewinnst du eigentlich neue Anfragen und machst daraus Aufträge? Komplett aus dem Bauch heraus oder habt ihr im Unternehmen eine systematische Vorgehensweise? Wie groß ist eigentlich deine Hitrate, also das Verhältnis von Aufträgen zu erstellten und abgegebenen Angeboten? Ich kenne viel zu viele Unternehmen, die haben eine Hitrate von 10%, 15%, 20% und da ist definitiv Luft nach oben. Hast du in den letzten 6 Monaten Aufträge gewonnen oder auch vielleicht verloren? Bestimmt, oder? Aber jetzt die spannende Frage. Bist du anschließend auch auf den Kunden zugegangen und hast ihm auch im Erfolgsfall die Frage aller Fragen gestellt? Vielen Dank, lieber Kunde, für das Vertrauen und den Auftrag. Gestatten Sie mir eine Frage. Was war für Sie final ausschlaggebend, dieses Projekt mit uns, mit mir zu machen? Und hast du diese Frage aber auch im Misserfolgsfall gestellt? Woran hat es gelegen, dass Sie dieses Projekt nicht mit uns, mit mir umsetzen? Mein Name ist Hartmut Sieg. Und ich darf seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Einführung und Weiterentwicklung von Key Account Management Programmen begleiten. Und das systematische Verkaufen, das strategische Verkaufen spielt dabei immer eine zentrale Rolle. Spannend ist aber zu sehen, dass viele Unternehmen gar nicht diese Vorgehensweise haben. Ja, wir haben ein CRM-System, um Opportunities zu pflegen, aber eine wirkliche Vorgehensweise haben wir nicht. Sehr häufig passiert was? Eine Anfrage kommt rein und es wird mit einem blinden Aktionismus und viel Ressourcenaufwand ein Angebot erstellt, obwohl es komplett eigentlich für die Tonne ist und jeder weiß es auch vorher. Wenn die Fragen von eben für dich relevant sind und wenn du an dieser Systematik und an dem zukünftigen Erfolg im Vertrieb arbeiten möchtest, dann habe ich etwas für dich zusammengestellt. Meinen neuen Online-Kurs Strategisch Verkaufen. Der Kurs besteht aus 6 Videos, der dich systematisch von einer Anfrage kommt rein, beziehungsweise du möchtest auch ein Thema proaktiv beim Kunden platzieren, dann ist die Systematik komplett identisch. Du führst eine sogenannte Go-No-Go-Entscheidung mit dem Go-No-Go-Navigator. Checkliste ist hier im Kurs enthalten. 7 Checkfragen. Durchläufst die einmal, hast du wirklich eine Chance? Kernfrage hier wird sowas sein wie der Wechselschmerz. Wird der Kunde überhaupt einen Grund haben zu wechseln, und zwar von seinem etablierten Anbieter zu dir? Wenn anschließend eine Go-Entscheidung gefällt wird, dann Kernaussage: Neue Kunden und Projekte gewinnst du niemals über Standardangebote, sondern nur über eine Extrameile. Und wenn wir eine Extrameile gehen wollen, dann gehen wir durchaus in 2 Deep Dives rein. Das heißt, wir gehen rein in die Frage Buying Center Analyse. Wer sind die involvierten Personen? Wir werden das systematisch ermitteln. Wir werden auch weiße Flecken erkennen, die wir heute noch im Beziehungsnetz haben. Versuchen herauszufinden, was diese Person wirklich antreibt. Wir werden im zweiten Deep Dive dann herauskriegen, was sind wirklich die maßgeblichen kaufentscheidenden Faktoren und Anforderungen des Kunden. Wir werden den Wettbewerb analysieren und unsere eigene Position beim Kunden ermitteln. Und wir werden die Transformation machen vom USP zum UVP. USP kennst du, Unique Selling Point. UVP, Unique Value Proposition. Was ist der einzigartige Mehrwert für den Kunden, sodass der Kunde auch sagt, wow, das wäre für mich ein Grund zu wechseln. Wenn wir die Analyse durchlaufen haben, ist der nächste Schritt, eine Extrameile zu definieren, einen Mehrwert zu stiften und dem Kunden auch wirklich das Gefühl zu geben, wir wollen dieses Projekt, diesen Auftrag gewinnen. Wir werden einen klaren Akquiseplan ausarbeiten. Hier zeige ich dir einen Akquiseplan, der auch die Kundendimension mit berücksichtigt. Und ich zeige dir auch einen optionalen Akquiseplan für länger laufende Projekte, wo der Kunde vielleicht auch die Kaufentscheidung erst in 12 Monaten trifft. Hier braucht es Meilensteine auf dem Weg dorthin. Wie du es umsetzen kannst, erfährst du im Kurs. Der Kunde wird irgendwie die Entscheidung treffen. Du wirst den Auftrag bekommen oder nicht. Und jetzt kommt der finale, letzte Schritt als Abschluss, gewonnen, verloren, gelernt, the
One-Bit-Loss-Bit-Analysis. Das heißt, wir gehen nochmal auf den Kunden zu und holen uns ein Feedback ein, kommen in eine Lernschleife rein, in eine Lernkurve und werden kontinuierlich besser. Und unser Hitrate wird auf Dauer besser werden, weil wir immer mehr verstehen, was unsere kritischen Erfolgsfaktoren sind. Wenn dich dieser Kurs interessiert, den Link zum Kurs gibt es rund um dieses Video. Direkt nach dem Kauf hast du Zugang zur Online-Akademie, kannst die 6 Videos sofort Stück für Stück durcharbeiten, anhand eines Praxisfalls auch gleich verproben. Und ich würde mich freuen, wenn du anschließend die Systematik für dich bzw. auch euer Team und das Unternehmen etablieren kannst. Systematisches, strategisches Verkaufen verbessert deine Auftragswahrscheinlichkeit. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Kurs. Bis bald, dein Hartmut Sieg.